So, dann kommen wir zur zweiten Sequenz. Gerade hatten wir kurz gezeigt, nicht selbstklebende Papiere, wie die auf eine Trägerscheibe aufgebracht werden. Jetzt kommen wir dann zu selbstklebenden Papieren. Wie der Name schon sagt, sind die Papiere halt selbstklebend. Das heißt, im Gegensatz zu dem Papier, das wir gerade hatten, kann ich hier von dem Papier eine Folie abziehen und das ist halt dann sticky, also klebrig. Ne? Und dieses kann ich dann halt auch auf eine Arbeitsscheibe drauflegen. Ich hole mal eben wieder meine Arbeitsscheibe hier. Diese Arbeitsscheibe ist also immer noch blank. Und wenn ich jetzt hier mein Papier nehme, dann kann ich das hier draufkleben. Und es hält dann. Ich muss das nicht mit Wasser benetzen. Ich muss da auch keinen Klemmring drum machen. Das Positive also hier dran ist, es hält. Also es hält auch gut bei P80, also recht groben Korn. Ich kann damit auch, Jasko, komm mal mit. Also hier bei normalen Schleifmaschinen muss ich es glaube ich nicht zeigen. Ne? Also ja, da haben wir halt nichts drauf und ich kann im Endeffekt sofort loslegen. Bei automatischen Maschinen, im Gegensatz zu den nicht selbstklebenden Papieren, ist es halt auch so, dass der Klemmring hier nicht mehr im Weg ist. Das heißt, wenn der Kopf da drüber steht, dann kann der Kopf wunderbar ja, die ganze Schleiffläche ausnutzen. Und wenn ich hier jetzt mal runterfahre, dann kann ich den Kopf jetzt hier noch in eine andere Position bringen, wenn ich möchte. Und dann fahre ich da runter. Und wenn jetzt hier die Schliffe drin sind, dann kann ich den Probenhalter hier halt auch noch ein bisschen überstehen lassen. So dass ich alles wunderbar ausnutze, hier auch den ganzen Abrieb gleich hier in diese Schleifwanne reinfließen lasse. Und es ist ein sauberer und einfacher Prozess. Und die Schleifpapiere halten halt auch dementsprechend ganz gut. Fahren wir mal eben wieder hoch hier. Und dann nehme ich den mal wieder da raus. Vielleicht kann ich das nochmal eben kurz zeigen hier bei uns. Dann, wenn ich jetzt hier fertig bin mit Schleifen, Polieren, was auch immer, nehme ich meinen Kunststoffeinsatz, gehe damit zum Waschbecken, mache den sauber und kriege den wieder rein. Und ist also dann im Endeffekt schnell gemacht. Gehen wir mal wieder zum Tisch. Jetzt ist es so. Selbstklebende Papiere haben auch ja, ein, zwei Nachteile. Der Nachteil ist, ich muss es hier irgendwie wieder von abkriegen. Das geht natürlich. Mit der Zeit werden hier auf dieser Platte Kleberückstände sein. Und wenn es jetzt an ganz feine Arbeiten geht, das ist jetzt P180, das ist sehr grob. Wir haben aber auch P4000 in selbstklebend und nicht selbstklebend. Dann können diese Kleberückstände hier auf der Arbeitsplatte die Schleifergebnisse negativ beeinflussen. Und deswegen muss man halt diese Arbeitsscheiben auch ab und zu mal reinigen, um die von Schleifresten, von Kleberesten zu entfernen. Ich habe natürlich dann auch Abfall, den ich irgendwie entsorgen muss. Und ja, ich habe auch dann das Problem, wenn ich jetzt Trägerscheiben habe, wie hier zum Beispiel mit einer Magnetfolie, dann klebe ich die nicht hier so einfach auf die Magnetfolie, sondern in dem Fall kann ich hier eine sogenannte, also wir nennen das Cap, das ist eine Metallscheibe. Kann ich dann hier, wenn ich mit Kleberesten Probleme habe, eine Magnetfolie drauf machen, hier die Metallscheibe und das dann hier auf dieses Cap drauf bringen, zum Beispiel. Ich kann aber auch so eine Folie nehmen. Das ist ein Material, das ist ein Kunststoff, auf dem diese Kleberückstände nicht so haften bleiben. Ich kann also hier dann mir auch so ein Cap vorbereiten. Das mit dem Aufkleben, das ist immer so eine Sache, da muss man ein bisschen Übung haben.
Anscheinend habe ich die nicht. So. Und wenn ich dann mein Schleifpapier hier drauf klebe, dann kann ich das besser abziehen und mit der Zeit bleiben hier weniger Klebereste drauf. Ja, so viel zu selbstklebendem Papier.